7 Uhr morgens in der südisraelischen Stadt Omer. Ohne Shaul Ladani wären die Straßen menschenleer. Jeden Morgen tut der 76-Jährige hier das, was er am besten kann: gehen. Seine 15 Kilometer absolviert er fast so locker wie bei seinem Weltrekord über 80 Kilometer vor 40 Jahren. Wenn ich an die letzten 50 Jahre zurückdenke, in denen ich manchmal 20.000 Kilometer im Jahr gemacht habe, dann muss ich mehr als 500.000 Kilometer absolviert haben. Also rund ein Dutzend Mal um die Erde. Shaul Ladani ist ein Champion, nicht nur auf der Straße. Der Israeli hat als Kind das KZ Bergen-Belsen überlebt und als Sportler das Münchner Olympia-Attentat von 1972. Damals töteten palästinensische Terroristen 11 Mitglieder des israelischen Teams. Ich war im Schlafanzug. Ich habe meine Schuhe angezogen und habe gar nicht verstanden, wie ernst die Lage war. Wie hoch die Hürden des Lebens auch sein mögen, Shaul Ladani schnürt seine Schuhe und marschiert weiter. Für seine Landsleute ist er mit seiner Lebensgeschichte zur Legende geworden. Gehen ist hier nicht gerade populär. Ich tue mich schwer, ihn eine Ikone zu nennen, aber er vertritt uns ohne Zweifel ehrenvoll in der Welt. Wenn er nicht geht, dann schreibt er. Als Professor für Ingenieurwesen hat Ladani zahlreiche wissenschaftliche Arbeiten veröffentlicht und eine Autobiografie, King of the Road. Auch mit 76 Jahren kann sich der ehemalige Spitzensportler nicht bremsen. An jedem Geburtstag geht er die Anzahl seiner Lebensjahre in Kilometern. In 4 Jahren könnte er also seinen eigenen Weltrekord brechen.